Da war ziemlich viel Bilder von Drachen drin und alles gegangen. Feuer und Blut, erstes Buch, Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros. Deutsch von Andreas Helwig. Also er hat es übersetzt, Andreas Helwig. Feuer und Blut, eine Chroniken der Targaryen-Könige von Westeros. Von Aegon, den Eroberer, bis zur Regierungszeit von Aegon den Dritten, den Drachentod. Also es geht von mit Aegon den Eroberer los und endet mit Aegon den Drachentod. Also das ist echt interessant gemacht und ziemlich umfangreich. Die Herrschaft des Drachen, die Kriege von König Aegon des Ersten. Also da muss man auch ziemlich viel lesen. Es gibt auch viele gute Bilder drin. Das ist Aegon der Eroberer auf Valerion, den schwarzen Schrecken. Seht ihr? Also, jedenfalls ist das Buch ziemlich umfangreich von George R. Martin. Kann man ja auch nicht unbedingt alles verfüllen. Aber vielleicht gibt es demnächst auch ein Aegon den Eroberer Spin-off. Ich warte immer noch auf das zweite Buch von Feuer und Blut. Ja? Die Königin der Gentin, da steht auch so einige Sachen drin, die bei House of the Dragon drin vorkommen. Die Erneuerung des Reichs, Zeit der Bewährung. Die Serie spielt ja allgemein während des Drachentanz, des Bürgerkriegs der Targaryen. Grüne gegen Schwarze und so weiter. Das ist sozusagen der Bürgerkrieg der Targaryen. Das wird doch heftig in der zweiten Staffel. Aber schaut es euch unbedingt mal an, das wird echt interessant. Wir werden wahrscheinlich abhaltend im Buch geben, aber was sonst. Es wird auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall solltet ihr unbedingt mal das Buch da lesen. Ich habe auch den Link in der Beschreibung reingetan, damit ihr es auch kauft. Das Buch ist von George R. Martin, gibt es bei Amazon zu kaufen, von George R. Martin. Und es erzählt allgemein die Vorgeschichte zu Game of Thrones und das Lied von Eis und Feuer. Sich das Buch mal zu kaufen. Ich habe es schon vor langer Zeit gekauft. Feuer und Blut von George R. Martin. Das ist echt spannend gemacht. George R. Martin schrieb das Buch Feuer und Blut. Ist echt toll gemacht. Zu Englisch heißt es Feuer und Blut. Auf jeden Fall behandelt das Buch allgemein die Targaryen-Dynastie und was vor Game of Thrones war. 300 Jahre bevor die Serie das Lied von Eis und Feuer Game of Thrones beginnt, erobert Aegon mit seinen Schwestergemahlen und ihren drei Drachen den Kontinent Westen. 280 Jahre während der Herrschaft seiner Nacht. Ja, bis Robert
Aratheon den Irrenkönig Viris II. Von Eilen seiner Thron stürzte. Dies ist die Geschichte des großen Hauses Targaryen, niedergeschrieben von Erzmeister Gildarain und transferiert von George R. Martin. Feuer und Wut, zweitwendige Geschichte des Hauses Targaryen. Also das wird ein Zweiband sein. Also das zweite Band ist noch in Bearbeitung. Feuer und Blut, das heißt ja für englischer Fire and Blood, ist von George R. Martin, der auch die Bücherreihe Das Lied von Eis und Feuer schrieb. Hier. Das ist echt toll gemacht. Der Drache zerstört das Schiff, das ist echt genial gemacht aus, da sind viele Bilder, solche Bilder drin. Und das Buch könnt ihr aber günstig bei Amazon kaufen, Feuer und Blut. Die Vorgeschichte, wie alles begann, also die Vorgeschichte. Und das sind auch, das stehen auch so Details drin, die auch bei House of the Dragon vorkommen. Die schwarzen und die grünen, das sind die Drachenhäuser, die da drin vorkommen. Das Sterben der Drachen, das ist auch. Das ist schon heftig. Das heißt ja auch das Sterben der Drachen. Das ist schon ein bisschen heftig. Also das heißt ja das Sterben der Drachen. Also das ist allgemein als Tanz der Drachen in die Geschichte von Westeros eingegangen. Aber das ist schon ziemlich heftig. Das Sterben der Drachen. Hier sind auch viele Spoiler zu House of the Dragon im Buch drin. Also wenn ich unbedingt das Spoilert, wer die Serie sehen will, ohne gespoilert zu werden, sollte lieber das Buch erstmal nicht lesen. Da kommen nämlich auch ziemlich viele Spoiler zu House of the Dragon vor. Hier, noch einmal das Bild. Das ist der eiserne Thron, den wir alle auch aus Game of Thrones und House of the Dragon kennen. Der wird in dem Buch auch viel größer dargestellt, wie er sieht. Also auch der Thron bei House of the Dragon ist größer. Also hier wollte ich euch nochmal den eisernen Thron allgemein da im Buch zeigen, dass er viel größer ist als in den Serien. Und er ist ja auch ziemlich interessanter. So wird er in den Büchern dargestellt. Also in der Serie ist er viel kleiner. Weil wir in der Kameraperspektive vor allem, aber bei House of the Dragon sieht auch ganz cool aus, oder? Ja. Das ist echt toll, das Buch. Also ich kann euch nur mal empfehlen, wer die Serie schon liebt von House of the Dragon, sollte sich das Buch Feuer und Blut unbedingt mal kaufen. Es lohnt sich. Auf jeden Fall ist das ein bitter Wälzer. Jetzt muss man das, braucht man ziemlich viel Zeit, das mal zu lesen. Und ich gucke das mir nochmal ganz an. Rhaenyras Sturz, also Rhaenyra ist auch die
ist ja auch der Charakter, der bei House of the Dragon vorkommt, auch ziemlich wichtiger Hauptcharakter. Es gibt auch eine wichtige Rolle des Westeros, das ist irgendwie. Das wird schon ziemlich heftig werden bei House of the Dragon, kann ich euch jetzt schon sagen, aber schaut euch heute mal unbedingt die zweite Staffel an. Am 17. Juni kommt die, auf jeden Fall hier wird sie am 17. Juni ausgestrahlt, House of the Dragon. Ja, das wird ziemlich heftig. Sehe ich jetzt schon in den Bildern. Und am Ende wird Rhaenyra auch so enden. Na, leicht ist spoilern, aber wer das Buch schon gelesen hat, weiß schon Bescheid, dass Rhaenyra von Sonnenfeuer gefressen wird. Und es wird eine kurze, traurige Regierungszeit von Aegon II. Geben. Und Rhaenyra wird von Sonnenfeuer gefressen. Das machen die Showrunner auch so in der Serie. Du musst ja wissen, dass es so enden wird mit Rhaenyras Tod und dem Ende von Aegon II. Aber mit Sonnenfeuer wird es auch ein trauriges Ende geben, wie ich euch schon mal sage. Nicht nur mit Rhaenyra Targaryen, sondern auch mit Sonnenfeuer. Und Rhaenyra wird dann von Drachen gefressen und das wird ziemlich heftig. Aber schaut es doch nur einfach mal an, es wird echt spannend sein. So endet dann Rhaenyra Targaryen, die wir in der Serie kennen, Rhaenyra. Und sie wird dann von Sonnenfeuer gefressen mit Feuer und dann wird sie nur noch die Füße übrig bleiben und es wird ziemlich hässlich. Aber auf jeden Fall wird mit Rhaenyra ein tragisches Ende nehmen in der TV-Serie House of the Dragon. Auch mit Aegon II. Wird es ein tragisches Ende geben. Wer das Buch schon gelesen hat, weiß schon Bescheid, wie House of the Dragon endet. Und allgemein ist das Buch Feuer und Blut ziemlich umfangreich. Über die Targaryen, die das Buch entwickelt mit Aegon den Eroberer bis zum Aegon den Drachentod, den dritten. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß am 17. Juni mit der TV-Serie House of the Dragon, womit ich das Video enden werde. Abonnieren Sie meinen Kanal und bis zum nächsten Video und aktivieren Sie die Glocke. Danke fürs Zuschauen.